Mein Name ist Gilbert Kleißner, ich male unter dem Künstlernamen Sedes und ich mache Splash Art. Was ist Splash Art? Unter Splashen verstehe ich den Moment, in dem die Farbe die Leinwand berührt. Sei es getropft, geschüttet, gespritzt, wenn die Farbe fließt, das ist der Moment des Splashens. Also wenn ich mal beim Arbeiten bin, das ist ein richtiger Fluss, der dahin zieht. Die Frage ist, wie möchte ich die Farbe positionieren? Will ich einen stärkeren Akzent setzen, nehme ich einen größeren Pinsel, wo mehr Farbe Platz hat, wo ich mehr Farbe aufnehmen kann? Will ich die Farbe nur ganz leicht drinnen lassen, nehme ich zum Beispiel einen Bambusstab oder ein Holzstück? Also auch da ist ganz wichtig, was für Material verwende ich, um zu einem Ergebnis zu kommen. Man muss vorher schon im Kopf haben, wie die Komposition aussieht. Man muss sich schon Gedanken machen, was möchte ich mit dem Bild machen, wie möchte ich meine unterschiedlichen Ebenen erzeugen, meine drei Dimensionen. Das ist wichtig, eben auch wenn man die Farbe aufträgt, darauf zu achten, wo setze ich die Schwerpunkte, wie wird das Endprodukt ausschauen. Alles, was dann ausschaut wie einfach auf die Leinwand geschüttet, ist doch im Endeffekt sehr durchkonstruiert und sehr genau aufgebaut. Thank you.